Ich hab auf einmal eine Nachricht bekommen, so auf Instagram zuerst und dann auf einmal einfach auf mein privates Handy. Zeig mal bitte den Chat. Alter, Der sitzt und dann bestimmt noch da lass drin. uns live dran gehen. Lass uns live dran gehen einmal. Er meint, er Irgendwie kennt ist sich mit erst, Schuhen nicht weißt aus. du, das Weirde an dem Typen ist? Er ist nicht ganz so weird, das ist das Weirde. Er ist nicht so auf, ja, sag mal, schick mal Bild von nur den Füßen, sondern er ist so, er will wirklich die Schuhe irgendwie Er haben. ist, glaube ich, wirklich auf die Schuhe fixiert, Darf ich ne? was schreiben, was unanständig ist? Und ich Was, will, was? Nee, da, ja, was was, was? Unanständiges nur schreiben. Ja, was Ja, denn? irgendwas, was ihn so aus der Reserve lockt. Ich will wissen, weißt du, guck mal, er verarscht er uns jetzt oder wer wirklich, wer Schuhe kaufen wirklich? Die Frage ist, wer verarscht wen? Warum du den nicht blockierst? Ja, klar, ich kann den natürlich blockieren, aber ist ja gerade amüsant irgendwie. Ich schreibe, jetzt soll ich dir ein Bild von meinen nackten Füßen Nein, zuschicken? Alter, dann schickst du aber von da. Du übertreibst einfach schon Ich wieder. übertreibe Du es doch nicht. übertreibst einfach schon Alter, wieder. ich übertreibe nicht. Wenn er jetzt ja sagt, dann schickst du ein Bild von deinen Kann ich gerne Füßen, machen. Ich Alter. habe geile Füße. Also. Und es läuft immer noch über meine Nummer einfach, weißt du? Er ist kein Perverser. Er schreibt so, warum? Wir sind die Perversen. Stell dir vor, es ist, oh mein Gott, Oh nein, er ist wirklich 15, will einfach nur Schuhe stell kaufen. dir vor, Und ich bin so asozial und schreibe die stell dir vor, ganze es ist wirklich eine Umfrage für die Schule. Oh mein Gott. Zeit. Aber warum schreibt er die ganze Zeit barfuß? Bist du barfuß oder mit Socken? Als ob. Ich verstehe es nicht. Fühle Ich es so verstehe random. es nicht. Er will so wissen, was du noch für Schuhe hast. Ich so, soll ich dir ein Bild von meinen nackten Füßen schicken? Also warum? Warum Warum? denn? Jetzt Ich habe doch schreibst du gesagt. doch, wie kommst du darauf? Boah, Mann. Alter, du gehst mir so auf und sagst, ich habe dir doch Hä? gesagt. Ich habe dir gesagt, schreib sowas Alter, es gibt nicht. immer so. Ich. Nein, man muss. Das ist richtig, was ich mache. Es ist genau Okay. richtig so. So. Mirko, Cousin von mir, hast du vielleicht meine Nummer irgendwann weitergegeben? Bist du noch dabei? Kannst du das einmal kurz reinschreiben Eine hier? schreibt, Ich das ist für ein Schulprojekt. Er hat am Anfang wirklich geschrieben, dass er für ein Schulprojekt eine Umfrage macht. Aber niemand macht doch für ein Schulprojekt eine Umfrage, ob man barfuß Schuhe trägt oder nicht. Was soll ich machen? Lass den Kleinen. Ja! Wir antworten Digga, doch er hat einfach nur. deine Nummer und will Schuhe von dir kaufen. Und kein 15-Jähriger will Schuhe von jemandem kaufen und fragt dann, guck mal, er hat doch gefragt, ah, okay, dann sind sie zu Hause, sind sie auch barfuß oder nur zu, was soll die Frage? Guck mal, welche Schuhmarke tragen Sie am liebsten? Du schreibst Nike. Dann sagt er mit oder ohne Socken. Das ist doch keine Schulumfrage, Digga. Welche Schulumfrage ist Niemals. so? So, ich habe jetzt auf jeden Fall geschrieben, dachte, du stehst drauf, dann halt nicht. Und er tippt gerade. Ja, so, wenn du willst, kannst du schon schicken, wenn es dir Freude macht. Mein Gott, Alter, stell ihm vor. Hör auf, du Nein! machst das Er nicht. kriegt das Du jetzt! machst, Alter, er macht es einfach. Hör Ja! auf. Er kriegt das Warum jetzt! machst Er du kriegt das das denn? jetzt! Hör auf, Wenn er Alter. das wirklich... Leute, Lass er meinen macht es. Fuß! Warte, Hör auf, Mann. er kriegt drei Füße und dann sagen wir, dass wir eine Behinderung haben und drei Füße haben. Komm, wir machen. Ich kann nicht mehr. Leute, das läuft Nein, über wir meine sagen. Nummer. Morgen steht überall, Hat drei Füße. Loris verschickt Füße, ja? Alter. Er hat doch geschrieben, wenn du willst, kannst du schicken, wenn es dir Freude macht. Und dann schreibt er, was ist ja aber von meiner Seite aus brauche ich es nicht. Warte, hör auf! Nee, als jetzt. Es hat Nichts. so einen krassen Effekt. Guck, es ist so unscharf leicht. Das wird ihn spitz machen, okay. Ich kann nicht mehr. Das wird ihn spitzen. Warte, ich schreibe noch was, bevor du es abschickst. Ey, du gehst mir so auf den Ich habe Sack. geschrieben, Er wie schickt findest es du es? einfach ab. Ich hab dir gesagt, Leute, ich habe doch vorhin gerade noch gesagt, was ich an ihm am meisten schätze, ist seine Das Loyalität. ist so, ja, Was Digga, du hier machst, du hast ey. ja einen, du hast ja, so bin ich halt. Das ist 100% meine Persönlichkeit. Es ist Ist unscharf. unscharf. Er antwortet, ist unscharf. Ja, was willst du, Digga? Wenn du ein High-Quality-Nacktbild-Foto von mir willst, Nacktbild-Fußfoto, dann soll er das schreiben. Ich weiß, sie hat zu hohe Ansprüche, finde ich. Also, ich fand es sehr unterhaltsam. Ich Ist mir fand's auch. scheißegal, was manche von euch sagen. Ich fand es sehr unterhaltsam. Und ich finde, der Junge hat jetzt das bekommen, was er möchte. Weil die Sachen, die er Wissen vor ein paar Tagen wir geschrieben hat, die waren ein ehrlich? bisschen Ja, weird. ja, ja, ja. Obwohl es Ey, umgekehrt Leute, gewesen ganz ist. kurz, chillt mal, der ist nicht 15, Ja. Alter. Als ob der 15 ist. Das ist ein alter Sack und er findet es geil. Es ist Safe, 100% so. safe. Und das ist seine private Nummer. Also warum hat jemand plötzlich seine private Nummer?
Wisst ihr, was ich meine? Morgens in der Bravo. Hey, ich bin nämlich in der Bravo. Sogar auf dem Cover, habe ich gehört. Wer kauft sich die Bravo mit mir auf dem Cover? Nein? Die schlechtesten Absatzzahlen überhaupt. Er hat wieder geschrieben. Kannst du sie angucken? Ich guck. Ist es absichtlich unscharf? Er möchte ein scharfes Bild. Er will es. Okay, dann ist safe. Darf ich ihn fragen, ob er lieber jetzt noch eins in scharf möchte? Bitte lass es mich fragen, Loris. Bitte. Bitte. Mach eine Sprachnachricht. Okay. Oh ja. Möchtest du lieber eins, was scharf ist? Weil dann könnte ich dir auch ein scharfes rüber senden. Am Ende passiert es so wirklich und nur die Leute, die den Stream gucken, wissen Bescheid. Nee, also so schnell geht das nicht. Ja, safe. Und ich hab auch keine Angst, Alter. Ich hab morgen ein Bild, YouTuber verkauft, minderjährigen Fetischbilder. Junge, ich würde mich schlapplachen, wenn das irgendwo steht. Safe erkenne deine Stimme, hundertprozentig. Zu 100%. Es ist einfach schwierig zu sagen, wie ich es finde, wenn es unscharf ist. Guck mal, wir haben jetzt das Blatt wieder gedreht, ne? Wir sind jetzt wieder am Ball. Er möchte es jetzt doch langsam. Klar, er will es langsam, das, weil er es nicht kriegen das, kann. Mann, natürlich. Er tut doch am Anfang so, nee, möchte ich einfach. Also, aber es ist clever, ne? Und jetzt es so, ist ja, nur damit wir es so decken. Er ist nicht schlecht, Alter. Der 60-Jährige ist nicht schlecht. Alter. Okay, aber wir sollten fragen, ja. Okay. Ich frage jetzt, von wo er die Nummer hat. Ja. Was ist das eigentlich für eine Flirt-Taktik? Ich weiß auch nicht, das mit den Füßen hat bei mir noch nie gezogen. Wenn ich in irgendwelchen Bars unterwegs bin und Mädels anspreche und frage so, ob die mir ihre Füße zeigen können, das hat noch nie gezogen. Also ich verstehe einfach nicht. Ich check's nicht. Ey, Markus, das ist der echte Markus Kapitän. Markus Kapitän, bist du der echte? Also ich habe gefragt, woher er meine Nummer hat. Und er hat geschrieben, habe nur eine Mail. Was will er denn mit den Schuhen? Okay, ich sag's jetzt ehrlich. Ich hole noch ein paar Schuhe. Ich werde jetzt schreiben, dass ich nicht meine Schuhe, sondern nur meinen Körper verkaufe. Nein, würde ich nicht machen, alles gut. Warum guck, meinst da du? Da ist die Nummer. Ja, ich weiß nicht, was ich ihm schreiben soll. Ich habe zu viel Angst, dass es wirklich ein 15-Jähriger ist. Ja klar, es ist ein 15-Jähriger. Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass es ein 15-Jähriger ist. Das ist kein 15-Jähriger. Nein, niemals. Ich mache ihm jetzt eine Ansage, pass auf. Mach eine Sprachnachricht. Hey, ich kann tatsächlich aktuell keine Schuhe verkaufen. Ich kann nur Bilder von meinen nackten Füßen senden, weil ich das auch für ein Schulprojekt brauche. Deswegen kann ich dir aktuell leider, glaube ich, nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Wieso, hä? Ist doch normal. Ich kann dir nur Bilder von meinen nackten Füßen senden. Ja, für ein Schulprojekt. Ich habe doch erklärt, es ist für ein Schulprojekt. Schickst ihm also für das Schulprojekt Bilder von den nackten Füßen. Meine Lehrerin wollte das aus Recherchegründen, dass ich das mache. Ich komme zu, ich bin ein Mädchen mit Mädchenstimme. Okay, hallo? Nee, ich kann das aber nicht. Hallo? Das klingt aber nicht wie ein Mädchen. Hallo? Hi. Okay, pass auf. Wir haben eine Challenge, okay? Wir machen eine Base-Chat-Challenge und man muss schaffen, eine Minute mit einer Person am Telefon zu bleiben, okay? Eine Minute. Ja, locker, oder? Okay, eine Minute. Ich fange an, ja? Aber wir wechseln immer ab, okay. Okay, warte. Ich tue so, als wäre ich auf Mission. Hallo? Hey, ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Ja, ich kann dir gerne helfen. Das ist wunderbar. Ich bin gerade auf einer geheimen Mission und ich bin dabei, ein schweres Rätsel zu lösen und du musst mir dabei helfen. Warte kurz, schau mir ein Bier auf. Ich helfe dir. Komm, schieß los. Alles klar, okay. Ja. Also, ich stehe vor folgendem Rätsel, okay? Okay. Und wenn ich das Rätsel löse, dann komme ich zurück zu meiner Freundin, denn die ist in diesem Käfig gefangen und ich muss das Rätsel lösen, ansonsten wird sie umgebracht. Ja, warte mal. Lass dir doch einen Käfig, ist doch viel besser. Oh, Scheiße! Verdammte Kacke, das ist die Lösung vom Rätsel! Das Leben ist so viel besser ohne Freundin. Du bist eine Legende. Ist einfach, du lass die einfach da drinnen. Alter, Bro, warte mal, ich muss ganz kurz mit meinem Bier mal hier anstoßen, warte mal kurz. Okay, ja. Nice, okay, ich trinke auch einen darauf. Danke dir, Mann. Perfekt, schmecken lassen, ne? Ey, kein Problem. Ey, cool. Dann, ey, dir noch einen schönen Abend, ist Freitag, genieß das Wochenende. Auf jeden Fall, ebenso. Gut, bis dann. Ciao. Auf rein. Hi, ich suche eine Freundin. Ah, okay, cool, wo kommst du her? Aus Deutschland tatsächlich. Wow! Ja, kommst du auch aus Deutschland? Ja! Oh mein Gott, wir haben so viel gemeinsam, wir sollten direkt zusammenkommen. Wir sollten heiraten. Wir sollten Kinder kriegen. Wie viele? Drei? Zwei? Ich bin für fünf. Fünf? Ja. Keine fünf. Klar, ich meine, du musst sie aus dir rauspressen, aber ich hätte Bock, die zu zeugen. Ja, das hätte ich auch. Okay. Wo aus Deutschland kommst du denn her? Frankfurt. Frankfurt, oh mein Gott, ich komme auch aus Frankfurt. Echt jetzt? Ja, so ungefähr. Also Berlin, aber fast ja, in der Nähe von Frankfurt. Bei Frankfurt.
Also Berlin bei Frankfurt, also 4 Stunden halt ungefähr. Berlin bei Frankfurt? Ja, sagt man so. Also wenn man in Berlin wohnt, dann sagt man öfter Berlin bei Frankfurt, also um die Ecke quasi. Oder hast du ein Problem mit Fernbeziehungen? Fernbeziehung, ist das ein Thema, oder? Naja. So. Also, das ist jetzt ein bisschen wenig optimistisch für denjenigen, der deine Kinder zeugen wird. Ja, bist du hübsch? Wären meine Kinder hübsch? Also, ich sag's ganz ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich eine solide 3. Mit Tendenzen zu 4. Tendenzen zu 4? Ja. Warum nur Tendenzen zu 4? Warum keine 4? Das ist vielleicht ein bisschen meinem Kleidungsstil geschuldet. Warum? Der ist echt scheiße. Okay, die Frage ist nicht cringe, wenn sie nein sagt. Die Leute fragen, kennst du Jonas Ems? Ja. Okay, gut, dann ist es wenigstens nicht so unangenehm. Ja, alles klar. Das ist schon mal okay. Da weiß ich jetzt auch nicht, was ich machen soll. Ja. Ich danke dir, dass du drangegangen bist. Ich wünsche dir... Wie, oder? Schau mal, ob sie da reinkommt. Ich würde einfach sagen, schönen Abend noch und... Ja, nein, naja. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und ich finde, Aquaristik ist ein tolles Hobby. Ich sag ganz ehrlich, die meisten Jugendlichen in deinem Alter, die, keine Ahnung, trinken sich den Kopf voll und machen nur Scheiß oder hängen nur rum. Die sagen, Hobby ist chillen und dein Hobby ist Aquaristik und das finde ich sympathisch. Das finde ich gut. Deswegen, geil, dass du dabei warst. Ganz liebe Grüße an dich. Ja, zurück. Danke. Ja, ich bin Jonas Ems und bis dann. Ciao. Ciao. Das ist zu... Okay, das ist ja unnormal lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass... Es sind viele Mädchen unterwegs. Ja. Soll ich mal auflegen? Wieder? Sollen wir auflegen? Sollen wir auflegen? Hallo?